Willkommen im Tartaria Channel. In der Kindheit sind wir oft auf den Dächern der alten Gebäude herumgeklettert, die man Stalinki genannt hat. Diese Gebäude wurden laut den Gerüchten von Gefangenen aus Japan und Deutschland errichtet, angeblich. Was wir doch für ein Glück hatten, dass die Gefangenen ausschließlich alle Spezialisten im Bauwesen waren. Diese Dächer besaßen robuste Randbegrenzung, geschmiedete Gitter zwischen massiven Betonstützen aus roten Ziegeln. Wir vermuten, dass es zum Schutz vor dem Fall gedacht sei. Doch haben wir uns gewundert, warum diese so stabil und aufwendig gebaut wurden. Warum nicht einfach mal so wie hier bauen? Oder so? Und insgesamt, oberflächlich betrachtet, sind diese Gitter für uns lediglich zur Gewährleistung der Sicherheit beim Arbeiten auf dem Dach gedacht. Wir aber sind heute hier, um uns ein Gesamtbild zu machen. Und dieses präsentiert etwas ganz anderes. All die Gitter und Kuppeln in solchen Maßen haben angeblich die Aufgabe, Blitzeinschläge abzuleiten. Und die Dekoration ist ja zweitrangig. Eigentlich sind es Komponente eines Energiekomplexes. Besonders auffällig wirkt diese Technologie an alten Gebetshäusern und Kirchen. Insgesamt ist das Thema um die Gebetshäuser sehr interessant. Wenn man den offiziellen Historikern Glauben schenkt, so gib unseren Vorfahren kein Brotleib zu essen, sondern gib ihnen die Gelegenheit zu beten. Sie werden in kleinen Holzhütten leben, aber das Beten am Sonntag muss am besten in einem riesigen und auf Stein gebauten Gotteshaus getätigt werden. Die Anzahl der vielen wundervollen Gebetshäuser, die überall im Land verteilt sind, gibt den Anschein, als ob man nichts anderes gemacht hat, als zu beten und sich zu verbeugen. Ich traf auf Kirchen, die am Ende des 18. Jahrhunderts errichtet wurden. Alles ganz normal, ein schöner Anblick. Das Innere ist so ausgebaut, damit der Gottesdienst ausgeführt werden kann. Die Kuppeln sind fast originalgetreu, wie bei den Steinkirchen, und keine Anzeichen von Technologie. Mir ist es gelungen, zwei solche Kirchen zu besuchen. Unter diesen Holzkirchen befinden sich Kellergeschosse, die aus Stein gemacht wurden. Die Decken sind kuppelförmig und bestehen aus Granitplatten. Vielleicht gibt es weitere Etagen darunter, aber wer erlaubt diese Begehung? Kurz gefasst, diese Holzkirchen wurden auf Objekten aufgebaut, die zugeschüttet worden sind. Oder ist es viel einfacher? Es stand dort eine Steinkirche, deren oberer Teil durch die Flutwelle zerstört und zusätzlich mit Schlamm zugeschüttet wurde. Nach einiger Zeit kamen Menschen und bauten die Holzkirche darauf. Man müsste nur zugeben, dass früher an dieser Stelle ein aus Stein gebautes Gotteshaus stand. Oder vielleicht kein Gotteshaus, sondern ein Unternehmen. Ehrlich gesagt schrecken die Historiker bei dem Wort früher auf. Und man hört nur, früher hat es nichts gegeben. Punkt.